Müssen wir bald wieder auf Möwenjagd gehen. So, ich guck mal jetzt, was wir hier noch so schönes bauen können. Keine Ahnung, Food and Water. Aber geregnet hat es noch gar nicht, ne? Nee. Nee. Also zumindest nicht nennenswert. Nee, bisher nicht. Mal ein Feuer. Boah, Alter, wir haben es echt gleich fertig. Ich glaube, ich spinne. Das ist geil, ne? Super geil. Food and Water Storage. Ja, nee. Ja. Wir. Was sollten wir denn noch bauen? Achso, Verteidigung wollten wir machen, ne? Custom Building, Bone Fans. Ja, dann lohnt sich ja eigentlich diese Defensive Spikes, oder nicht? Richtig. Aber erstmal was trinken. Vielleicht sollten wir doch heute vielleicht auch mal eine Nachtschicht einplanen, weil die Palisaden haben wir in 5 Loks haben wir sie fertig. Ja, das stimmt. Bis auf die Dinger, die da hinten sind. Da würde ich auch sagen, lassen wir jetzt den Dings weg. Und zack, ich ziehe mir noch eine Soda rein und dann ab die Post. Ja, warte, ich muss noch eben was essen. Hier irgendwie was Leckeres. Hier was Leckeres. Ist da. Da lag ja sogar noch einer, jawohl, ja. So, dann werde ich noch was trinken. Tree Saplings. Ach, krass. Mit diesen Tree Saplings kann man sogar die. Okay, das war's. Kann man. Kann man Waffen upgraden? Echt? Steht da zumindest. Kommen die, oder was? Jo. Da stand einer von den Ads. Hier da draußen, siehst du? Ach so, die laufen Patrouille. So. Der war gar nicht auf dem Weg zu uns. Ja, das ist gut. Das macht ihn schon mal gut, ne? Macht ihn schon mal sympathisch auf jeden Fall. Ja, ich gehe trotzdem auf der anderen Seite des Strands hacken. Ja, besser ist es. Ach hier, wir können auch so ein so Fallen bauen hier, ne? Echt? Ja. Finde ich ja auch sehr nice. Zum Beispiel, ach hier ein Hausboot kann man auch bauen. Ja, zum Beispiel für, für, jetzt habe ich vergessen, was ich sagen wollte. Ach so, doch, für, zum Beispiel Tiere zu fangen, oder sowas. Ach so, so Hasenfallen und ja, sowas. Genau, Hasenfallen oder auch, um die Jungs dann da auch zu attackieren. Echt? Quasi, dass man wie so ein so Fallen um sein eigenes Lager rumbaut und sowas habe ich gerade gesehen. Sowas kann man alles machen. Tatsache, ja. Tree Sapling collected. Genau, das steht da immer dran und dann mit dem Stand da zumindest kann man die kann man seine Waffen upgraden. Ich weiß nur nicht, aber ob was für Waffen? Ich habe doch nur die Axt. Ja, richtig. Das wäre jetzt meine nächste Frage gewesen. Was für Waffen kann ich denn noch finden überhaupt? Hast du mich gerade wieder mit dem Stein abgeschmissen? Nee, ich bin da hier fleißig am Hacken. Und am Bäume schubsen. Oh. Ach, du bist das da hinten mit dem Feuerzeug in der Hand. Ja, ja. Alter, ich dachte die ganze Zeit, das ist dieser komische Bananenhäuptling oder wie der heißt. Bananenhäuptling. Ah, geil. So, jetzt sind wir ausgesperrt. Ich gelobe feierlich. Nee. Ich bin ein Tu-nicht-gut. hier dann die ersten Dinger rein, oder was? Ja, warum nicht? Das können wir dann ja auch noch einmal drumherum ziehen oder so. Warte mal, ich hol mal den Dings raus. Ach nee. Ja, wie Scheiße. Denn? Ja, genau.
blöd. Aber man kann doch, aber wir können doch sicherlich auch von außen ein Tor reinbauen, wenn das von innen geht. Da sollten wir uns vielleicht jetzt als allererstes drum machen, endlich dieses Tor zu bauen. Oh, oh. Ich kann es auch nicht mehr ab, dass du dich die ganze Zeit um dieses Thema windest. Was los? Ich höre sie. Dann mach doch erstmal das Licht aus. Ah ja, das ist eine gute Idee. Also ich habe sie zumindest schreien hören. Ach, Hunde, die bellen, beißen nicht. Ich sehe hier aber auch nichts. Boah, jetzt habe ich mich gerade vom Baum erschreckt, ey. Es ist einfach für meine Nerven nichts hier. Sei froh, dass hier nicht noch Emily auftaucht. ich krieg weg. Boah, ehrlich. Boah, ne. Nee, oder nee. Liegt noch Holz? Ja, ich geh grad hin. Zack. Zack. Wir haben uns schon lange nicht mehr gehauen, also mit denen. Die wissen, die wissen, was sie erwartet hier. Ja, oder sie bereiten sich besser vor. Oder das. Die kommen gleich. Und hauen uns richtig auf die Fresse wahrscheinlich. Ist ja immerhin auch im Rahmen des Möglichen, meine ich. Naja. So, was brauchen wir? Wir brauchen, so, was brauchen wir? Tür. Boah, einen Stock brauchen wir. Also einen Moppets brauchen wir noch hier. Ein Lock. Treehouse, nee. Alpine Treehouse. Eigentlich geile Sachen hier, ne? Ja, wie gesagt, man könnte auch so voll die Hängebrücken bauen und so ein Scheiß. Deswegen dachte ich halt gerade, vielleicht kann man halt, vielleicht können die keine keine Leitern hoch, ne? Dass man halt einfach dann, ja, wie so eine Leiter halt da drüber baut, dass man halt da drüber kann. Ne? Ja. Und dann kommen die halt nicht hinterher, so. Wenn natürlich so Affen kommen, die dann, ja, die da Sachen kaputt machen. Das kann ich ja gar nicht leiden, ne? Nee, um Gottes Willen. Aber, dann, ja. Dann ist natürlich auch so eine Leiter zwar gut gedacht, aber naja, ne? ja, ist gut. Aber wie ist das denn jetzt mit den... Ja. Wie sieht das denn aus? Kann man nicht auch irgendwie so Fackeln bauen oder so? Oder werden die davon nur noch mehr angezogen? Also Feuer schreckt sie ab und lockt sie an. Hä? Soweit ich weiß. Ja, das macht Sinn. So. Ja, sie haben halt Angst vor Wasser. Sie haben halt Angst vor Feuer. Ja. Ja, wie kann ich jetzt hier nachträglich nichts reinbauen? Hey. Ich glaube nicht. Wollt ihr mich verarschen? Ja, das, ja. Scheiße. Das ist halt genau das Problem. Dann, ich setze jetzt einfach mal so ein paar, gehen es mudern an, ey. Ich setze einfach mal hier so ein paar Fackeln, die wir vielleicht später hier dann anzünden können, weißt du? Dass die einfach sich dann... Dass die wissen, dass wir sie nicht wollen. So. Einmal. Ja, diese Standfackeln am besten. Ja, genau. Boah, einer, da hinten laufen sie. Aber die patrouillieren da hinten nur ganz gemütlich. Ich weiß nicht, ob sie uns nicht sehen. Oder es nicht sehen wollen. Oh oh. Der hat sich gehockt. Entweder kackt er oder er bereitet was vor. Ich will auch nicht hingehen. Nee, ich auch nicht. Oh, was? Oh! Was war das? Ich hab keine Ahnung. Sind das irgendwelche Paarungsrufe oder was? Ich hab mich erschrocken eben, ey. Wie scheiße. Ja. Heldenmut im Lager. Gott, soll ich mal die Fackel anmachen, oder? Ja, mach mal. Besser nicht. Ich muss erstmal was mampfen, sonst sterbe ich gleich. Nee, jetzt gehen sie zurück. Okay. Jetzt schreit da irgendwas. Jetzt kommt er.
Okay, okay. Ah! Was ist er denn? Oh, da kommt noch einer, da kommt noch einer. Halt ihn auf jeden Fall weg vom Essen. Alter, da sind drei Stück. Alter, was ist mit mir? Ja, wir sollten auf jeden Fall eine Tür da wieder reinbauen. Lol, er lebt noch. Das Ding ist schon wieder kaputt. Der hat noch einen Zahn verloren. Ich heb ihn mal hier weg. So. Ja, da habe ich doch glatt vergessen, was ich machen wollte eigentlich. Erstmal hier noch ein Beinchen aufhängen, noch ein Beinchen aufhängen. Achso, jetzt weiß ich wieder. Zack, zack. Beinchen aufhängen, Beinchen aufhängen. Wo ist unser Feuer hin? Das stand hier doch vorhin irgendwo. Erstmal, ich zack. Achso, wir. Zack die jetzt mal eben. Ich mach uns mal so ein richtiges Lagerfeuer, so ein richtig großes hier. So, und mit ganz so richtig Stolles. Trennen wir einfach die Beine von den Torsen. Es wird ein richtig leckeres Menü, was wir uns hier zaubern. Da kann man auch gerne mal die Schwiegermutter zum Essen einladen. Wer isst nicht gerne noch zwei Scheinchen. Bein? Wenn man nicht unbedingt weiß, wo das vorher gewesen ist, einfach kein Problem. Alter, hier liegen nur noch Einzelteile rum. Wie mies. Ja, was man nicht gebrauchen kann, schmeißt man einfach weg. Richtig. So. Und zack. Hier munter drauf losgekocht. Und ein paar Beinchen, die können wir direkt zum Trocknen aufhängen. Soll ja nichts verkommen hier. Genau. Man soll nicht sagen, wir schmeißen das weg. Nee, also... Das sind ganz einfache Rezepte, die man auch ganz locker und leicht und lecker zu Hause nachmachen kann. Weitere Infos dazu in dem Kochbuch, was Anfang 2017 erscheinen wird. In dem... im Super Möhre Verlag. Genau, im Super Möhre Verlag. Das, ja, da kommt wirklich keine Langeweile auf. Das schmeckt der ganzen Familie. Das schmeckt und weckt, was in dir steckt. Genau. Ich sag ja lieber Arm dran als Arm ab, ne? So. Jetzt. Ah, das. Noch ein bisschen was brutzeln. Knirscht aber auch immer so eklig, wenn der da reinbeißt, ne? Naja. Aber was willst du machen, ne? Nee, dann machst du machen nix. Da machst du gar nix. Machst du da. Weißt du, wir hauen die um, ne? Weil wir sagen so, oh, voll die Kannibalen, ne? Voll eklig. Aber und danach essen wir sie trotzdem. Ja, wir müssen ja überleben. Ach so, ja, aber vielleicht die ja auch. Ja, aber die könnten ja auch was anderes essen. Und wir? Ja. Ja, das reicht an Logik, danke. Hier ist auch so ein Knüppel, den kannst du haben. Ja, hier ist noch so ein Knüppel. Aber die Dinger sind ganz schön langsam. Ganz schön langsam. Ja, das stimmt. Das stimmt natürlich. Custom. So, jetzt noch ein bisschen hacken. Nom, 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 nom. Das sind echt voll die Holzfäller-Folgen, verdammt nochmal. Ja. Aber ist mir egal. Soll ich jetzt einfach mal eine Wall with Door da reinsetzen? Ja, ich liefere auch das Baumaterial dafür. Sehr gut. Achso, du. Bin ja schon wieder am Hacken. Ich bin ja schon wieder fleißig. Hack, hack. Ich hör's schon. Ich setz noch mal ein paar Fäckelchen. Ein paar Fäckelchen. Hack und hack und hack und hack und hack und hack. Und aber komisch, so richtig Wildtiere gibt's hier nicht, ne? Also ich hätte jetzt erwartet, dass uns noch vielleicht mal so ein Bär angreift. So ein Schwarzbär oder so anheimfällt. Genau.
Oder ein Gummibär. Boah, das wär jetzt der übelste Wurf. Nein, schade. Das sieht so ungelenk aus. Ich müsste richtig Angst haben, dass mein Charakter sich nicht mit dieser Axt ins Knie haut. Ja, das stimmt. Das, das wirkt aber nur bei dir so. Ja, nee. Klopp, 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 klopp. Oh, drei Bäume gefällt in Rekordzeit, Mensch. Ja. Choppa. Choppa, chopp. Choppa, chopps. Okay, hier hast du ja jetzt einige wenige Fackeln gebaut. Ja, ich dachte, wir machen hier richtig Flutlicht. Ich dachte, du wolltest ein Tor bauen. Hab ich. Flutlicht, damit uns die ganze Insel sieht, das ist sehr gut. Ja. Damit jeder Eingeborene und Kannibale weiß, wo wir zu finden sind. Ja, wenn die Hunger haben, dass sie wenigstens wissen, wo sie suchen müssen. Ich dachte, dass sie noch in die peinliche Situation kommen und irgendwo nach dem Weg fragen müssen. Ja. Nein. Entschuldigen Sie. Entschuldigen Sie, wir haben Hunger. Wir haben gehört, es sind ein paar Schiffbrüchige unterwegs. Genau. Leicht verdaulich. Luftschiffbrüchige, ja, quasi. Ach stimmt, wir sind ja mit dem Flugzeug abgestürzt. Ja, natürlich. Du und dein Sohn. Ich und mein Holz. Mein Holzi, Holzi, Holz. Jetzt kann ich keine Steine mehr tragen. Was bin ich denn für ein Steineschmeißer? So. Ich dachte mir, wenn die Leute hier dann davon abgelenkt werden oder Angst haben oder so, weißt du, dann kommen die nicht, wenn da so viele Fackeln stehen. Ja, also die haben definitiv Angst vor Alter, Feuer. Alter, ist hier eine fette Spinne am Strand. Was? Ja, hier wo ich zeig, bin. Zeig. Ja, komm schnell her, komm schnell her. Wo bist du denn? Boah, lass mal hier als Clickbait-Thumbnail, ey. Hier vorne. Richtung Strand. Hat die Titten oder was? Nee, so, boah, hier, Angstfolge. Guck, siehst du? Wo ist hier eine Spinne? Hier da läuft sie doch, auf dem Boden. Oder was? Sehe ich die nur? Was hast du für Beeren gegessen? Oh, jetzt ist sie weg. Ey, da liegt Holz im Wasser. Oh, sehr cool. Die Brandung weggespült. Das finde ich sehr, sehr schön. Weil vor allen Dingen auch der frische Holzwagen ist auch gerade da. Mensch, wie viel. Alter, die sind richtig gut. Ja, ne? Die sind stark. Zack. So. Ich meine, gut, ne? Wer. Tada! Wer natürlich hier The Forest guckt oder so. Falls ihr mal natürlich wer The Forest guckt. Da weiß man natürlich, was man hat hier von dem Spiel, ne? Ja. Das ist ja, ne, halt, eigentlich mehr Bausimulator als Survival. aber so ein bisschen kommst du mir tatsächlich so ein bisschen vor, ne? Ja, zumindest ist hier so in den Anfängen. Genau, jetzt vor allem am Anfang, ne, weil, ja, wir müssen halt erstmal gucken, dass wir halt, unseren eigenen Arsch retten, bevor wir den Timmy holen. Dieser Timmy, der ist mir auch total egal. Timmy? Ja, wer war das noch? Ich glaube, wir brauchen bald einen neuen Timmy. Genau, wir brauchen einen neuen Timmy. Ja, der wollte auch viel zu viel Gage. Zack, zack, zack. Ja, nur kriegen wir jetzt den Holzwagen ja auch nicht mehr rein. Durch die Tür auch nicht? Ich habe es zumindest nicht versucht. Aber die. Du hast es nicht versucht und es hat nicht geklappt. Ja, die Physik dürfte es dem Holzwagen eigentlich verbieten, da reinzukommen. Ja, das stimmt. Versuch mal. Ich mache mich doch zum Affen, wenn ich versuche, da durchzufahren. Nein, ich bin noch ganz weit weg. Vielleicht rückwärts? Versuch mal rückwärts, vielleicht. Vielleicht geht das dann. Vielleicht, wenn du durch die Tür. Ja, stimmt. Wenn es vorwärts nicht geht, vielleicht geht es rückwärts. Ich kann es ja nochmal seitwärts probieren. Nee! Ja, sorry, nee! Nee!
Ja, aber erstmal wirklich lustig machen, ne? Ich hab nichts gesagt, höre. Oh, geil, ey. Oh Gott. Ey, da bin ich ja mal gespannt. Ey, ich freue mich jetzt schon aufs Schneiden, wirklich. Probier's doch mal. Alter, wie geil, ey. Ey, das tut richtig weh jetzt. So scheiße. Ah, geil. Oh. Hatte ich nie mit gerechnet, ehrlich gesagt. Nee, ich hatte auch leicht Zweifel, wenn man das vernommen hat. Das hat man aber gar nicht mitgekriegt, eigentlich. Ich habe versucht, mich da bedeckt zu halten. Alter, wie geil, ey. Oh. Boah, erstmal die Tränen trocknen, ey. Ja, aber voll. Ich würde sagen, wir machen aber noch so zwei von diesen Standfackeln direkt hier ans Tor, oder? Ja, können wir auch machen. Ich gucke jetzt mal, dass ich da irgendwie noch so ein Spike-Ding irgendwo hinkriege. So vielleicht nah an die Tür, da so. Nee, hier setze ich jetzt gerade eine Fackel hin. Nee. Okay, aber wenn das passt, kannst du das auch so machen. Ja, dann mache ich das jetzt richtig geil. Also. Zack. Ich beschütze jetzt. Moment, nee, die sollte doch woanders hin sein. Obwohl, nee, wir müssen da noch ein bisschen Platz lassen für die Physik, falls wir da nochmal durch müssen, ja. Rückwärts. Alter, wie geil, ey. Zack, so. Boah, wie geil das von außen einfach aussah, ne? Alter. Ey, es ist, ja, ich freue mich. Das ist, und vor allen Dingen, es lohnt sich, ich finde, hier lohnt es sich mehr denn je, sich auch wirklich, die Folgen auf beiden Kanälen, halt aus beiden Sichtweisen anzugucken. Ja. Ich schwör's dir, Möhre, ich werde es suchten auf deinem Kanal. Ich bin ja allein schon drauf gespannt, wie ich überhaupt aussehe. Ja. Ich habe gar keine Ahnung. Ja. Du bist eher so der, Playboy. B.A. Baracus, ohne Haare. Ah, so. Alter, ey. Ich scheiß mir in die Hose, ey. Wie geil. Boah, wie geil. Ach, nee, schön. Geil. Einfach nur geil. Es gibt übrigens auch so einen Baumstammhalter und einen Stickhalter. Ja, genau. Ich überlege jetzt gerade, ob wir, wenn wir hier jetzt unsere Base bauen wollen. Ja. ob wir nicht hier diese Dinger hier dann noch verschieben wollen oder ob wir dann halt wirklich irgendwie dann von rechts oder von links oder so dann halt bauen, weißt du, weil die haben wir hier natürlich klugerweise einfach zentral irgendwo hingestellt. Hier. Ja, kann man die denn noch verschieben oder muss man sie dafür zerhacken? Ich denke, man muss sie zerhacken dafür. Ja gut, aber an Schildkrötenpanzern mangelt es uns ja hier nicht, ne? Nee, also, wenn wir dann tatsächlich mit dem Hauptbauhaus anfangen, ja. Hausbau anfangen. Bauhaus. Es gibt immer etwas zu tun. Not sponsored. Ja, genau, katsching. Dann... Ja, was wollte ich sagen? Dann können wir die dann noch... Hörst du auf? Hör auf, den Wasserbehälter zu kacken, sag mal. Ey. Kurz einen Bob in eine Bahn gesetzt. So. Ach, hier kannst du die Fahne aussuchen. Genau, das ist auch die Fahne, die dir angezeigt wird. Ne? Das zählt nur dafür. Also nur für das Ding hier. Siehst du, wenn ich das jetzt das verschiebe. Oh, ich sehe zum ersten Mal meine Arme. Geil. Nee! Wir sollten vielleicht auch mal wieder duschen. Waschen. Uns waschen gehen. Obwohl du bist sauber, ich nicht. Ich gehe auch mal mit. Bin pottendreckig. Unter Wasser gibt es nichts zu erkunden, ne? Nee, nicht, dass ich wüsste. Aber es ist ja noch die Pre-Alpha. Vielleicht hat sich das in 3 Tagen, wenn die Alpha rauskommt, hat sich das dann noch komplett erledigt. Stimmt. Weil dann hier der große weiße Hai vor der Küste. Yo. Genau, irgendwie so ein Wassermonster. Was erstmal unser Schiff kaputt macht. Und dann hier erstmal alles zerstört. Ich will übrigens noch ein paar von diesen Lisaden, von diesen Abwehrmaßnahmen haben. Ja. Bevor wir uns mit dem
Hausbau beschäftigen. Was haben wir denn hier noch? Restores Energy. Ich habe auch voll viele Energieriegel. Ach guck, ich habe die ganzen, diese Lizard Skins habe ich gar nicht an. Die habe ich alle im Inventar. Na komm, na komm. Dann sollen wir. Gehst du in der Tür? nein. Versuch nochmal. Warte. Du versuchst gerade den Dinges da rauszuziehen, ne? Moment. Jetzt stehst du bei Wo mir. Wo bin ich denn jetzt? Du stehst. Egal, es geht. Egal wie, es ging. Ja, du hast mal kurz den versteckten Fahrstuhl genommen. Und ich stelle drauf. In diesem Spiel keinerlei Fragen mehr über Physik. Ja, das hat sich komplett erledigt. Boah, wie geil. Ehrlich. Mega geil. Ich mache mich doch voll zum Affen. Achso, ja, ich wollte jetzt nochmal. Oh, hier ist ein Vogel. Nee, verdammt. Ich gucke jetzt mal, dass man vielleicht noch so ein paar Sachen baut, wo man halt Sachen halt speichern kann, ne? Dass wir hier nicht jedes Mal wie die Deppen. Ja, so ein Stickholder und genau. Und ein Lockholder und ein Cupholder. Vor allen Dingen auch so ein, halt vielleicht so ein. So ein, halt so ein Knochenhalter oder sowas. Ja, alles klar. Ich gucke. Wo haben wir das? Wollen wir eine ganz kurze Unterbrechung machen? Ja, stimmt. Ja, ich gucke auch gerade schön in mein Büchlein. Das passt dann auch perfekt. Dann sehen wir uns einfach ja, in der nächsten Folge wieder. Und ja, genau. Hi. Bis dann. Bis denn. Genau. Jo. Ciao.